Okay, und Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video. Ich bin's, euer Bug-LP. Ja, ich habe heute den Kochlöffel, es war kein Kochlöffel, egal, in die Hand genommen und Pfannkuchen gebacken. Und das ziemlich professionell. Keine Ahnung. Der erste ist nicht so gut geworden, aber den habe ich auch nicht mit ins Video reingebracht. Das habe ich vergessen aufzunehmen. Ja, egal. Auf jeden Fall, bekleidet mich gerne dabei, lernt das neue Geheimrezept à la 5 Tonnen Salz. Und ja, ihr seht mich gleich mal backen, ich sehe euch nicht mehr, ich verabschiede mich. Tschüss! Let's go! Man nehme Mehl. Das schieben wir nach da hinten. Man nehme Zucker. Da steht zumindest Zucker drauf, ob Zucker ist, erfahren wir dann später. Man nehme Wasser. Ich sollte den Wasserhahn jetzt lieber nicht aufdrehen. Man nehme Salz. Ich sollte das vielleicht ein bisschen schön hinstellen, ja? Man nehme Milch. Dazu gehe ich an den Kühlschrank. Milch? Nein, ich werde von keinem dieser Produkte gesponsert. Irgendwelches komisches Pflanzenfett. Und Feier. Am besten 2 Stück, je nachdem welche Masse wir haben. Falls ihr jetzt denkt, ich habe total Plan vom Backen. Nee, eigentlich nicht. Gut. Ja, und eine Pfanne. Denn das heißt im Englischen ja Pancakes, Pfannkuchen. Wir sollten einfach anfangen. Mehl in dieses Topfding. Dann Milch. Nee, erst die Eier, glaube ich zumindest. Wir nehmen einfach 2 Eier. Machen wieder rein. Okay, jetzt meine Künste, Eier aufzumachen. Ich glaube, das ist nicht auf. Ah, jetzt. Oh Gott. Nummer 1. Da drüben ist ein Waschbecken, hier da rechts. Oh Gott. Nummer 2. So, jetzt habe ich dreckige Finger und kann ich auf Pause drücken. Egal. Dann kommt Milch. Aber ihr müsst mehr Wasser als Milch nehmen. Zumindest hat das meine Oma mir dann so erzählt, nachdem ich sie gefragt habe. So, glaube ich. Und jetzt brauche ich noch so ein... Am besten nehmt ihr da so ein Dingsbecher, so, wo so Zahlen draufstehen, ein Messbecher. Und dann macht ihr da Wasser rein. Ob das jetzt zu viel war... Das sehen wir, wenn das Licht angeht. Ich glaube, ihr seht das gar nicht, dass das Licht angegangen ist. Egal. Gut, dann verrühren wir das Ganze jetzt mal. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das Ganze dann am besten 20 bis 30 Minuten stehen lassen. Wie genau das ist, weiß ich nicht. Ich warte jetzt einfach mal 30 Minuten. Wir sehen ja dann, ob alles explodiert oder nicht. Genau, dann bis in 30 Minuten. 20 Minuten später. 1 Stunde später. 2 Stunden später. 3 Stunden später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, dann noch den Herd am besten, also bei uns in unserem Fall jetzt auf 2, damit erstmal das Ganze warm wird. Später stellen wir das noch runter. Wenn das Ganze dann vermutlich warm ist, halt, das ist Leerstopp. Oh, perfekt vorbereitet. Nehmen wir das... Ich sag euch gleich, was das ist. Und, also ihr seht, was draufsteht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gut. Ich würde es dann jetzt mal... Das ist auch noch zu. Ich würde jetzt mal ein bisschen reinmachen, nicht viel. So, das war schon zu viel. Perfekt. Und dann müsst ihr es verteilen. Ihr müsst noch warten, bis das Ganze ein bisschen heiß wird. Oh, das blende ich euch einfach ein. Genauso wie ich es mit dem Licht gemacht habe und das vergessen habe, euch zu sagen, dass das Licht eingefügt war. Aber egal, das habe ich unten dran geschrieben, nachdem ich 20 Minuten lang gebraucht habe, um zu verstehen, wie man in Adobe Prime Pro die Farbe von Texten verändert. Oh, jetzt wird es langsam flüssig. Langsam ist gut, gell? Das wird schon. Genau, dann füge ich euch Wartemusik ein.
Oder ich lasse das Ganze, weil wir eigentlich schon fast fertig sind. Egal. Wenn das dann gut verteilt ist, dann nehme ich die Karte. Also nee, ihr seht das Ganze hier drüben. Sehr schön. Dann, nee, das brutzelt gar nicht, gell? Sollte das nicht brutzeln? Ich glaube, das sollte brutzeln, gell? Gut, jetzt kommt die Wartemusik. Let's go! Gut, das war's dann auch mit der Wartemusik. Es fängt nämlich langsam an zu brutzeln. Genau, in der Wartezeit hättet ihr ja gerne mal das Video kurz runterscrollen können und ungefähr hier drüben bestimmt nicht, aber im Bereich dieses Fensters gibt es unten so einen Daumen, der zeigt nach oben, den könnt ihr gerne mal draufdrücken, dass er blau wird. Das ist nämlich ein gesundes Blau, das man essen kann, das nicht verschimmelt, das dürft ihr gerne aktivieren. Es brutzelt so ein bisschen, ich weiß es nicht, ich glaube, ich drücke jetzt mal kurz Pause und zeigt euch dann, wenn es soweit ist, dass es richtig brutzelt. Bis gleich. Mittlerweile hat es gebrutzelt. Und wir sind jetzt able to make this into this. Ja? Also, wir nehmen jetzt den Teig, so ein Schöpfer reicht. Und packen den mittig rein. So. Dann müsst ihr das schnell weglegen und das bewegen. Ihr wollt ja nämlich einen schönen großen Pfannkuchen. Ja? So. Falls sich das irgendein ernsthafter Koch als Koch-Tutorial anschaut. Es tut mir leid. Ihr habt Dreck auf der Linse. Ich kümmere mich kurz um mich vor kurzen Lappen. Bis gleich. So. Sollte schon besser sein, auch wenn man das eigentlich bei meiner tollen Kamera nicht sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber am Rand ist es jetzt so leicht gelb und hier mittig. Da ist es noch so weiß. Ihr müsst warten, bis es weiß weg ist, dann könnt ihr die erste Drehung machen. Ich brauche meinen Pfannbänder. Ja, ja, Leute. Ja. SpongeBob. Wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Meer. SpongeBob, K-Storm. Okay. Oh, wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Meer. SpongeBob, K-Storm. Jetzt ist es gut. Jetzt müsst ihr hier so von der Seite. So. Wartet mal, wartet. Nee, doch nicht. Wartet noch kurz. Ich habe auch keine Beleuchtung hier, wisst ihr? Die Softboxen und so. Genau, die Softboxen sind jetzt auch da und aufgebaut. Der zweite Monitor ist da und aufgebaut. Es fehlt eigentlich nur noch der Computer, das Mikrofon steht. Alles ist fast fertig. Es fehlt nur noch der Computer, um den Rest zu machen und um einen Fensterkabelkanal mit Professor Dr. Opa, ihr kennt's, dran zu machen. Und zwar, schon besser. Jetzt klebt das nicht mehr so. So sollte man das natürlich nicht machen. Das sind solche Leisten, wo die Kabel reinkommen. Da haben wir einen ungefähr so dick, wo dann die ganzen Kabel durchgeleitet kommen. Das zeige ich jetzt nicht im Video. Werde ich auch nicht zeigen. Ist alles, okay. Genau. Dann warten wir jetzt, bis das ein bisschen brutzelt. Dann werden wir das stylisch hier in der Pfanne so hochwerfen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich glaube ja eher nicht. Der erste Versuch ging in die Hose. Ja. Nee, den lasse ich weg, den lasse ich weg. Macht das eigentlich Spaß, da zuzugucken? Erstens kommt die ganze Zeit mein Ton nur von links. Das tut mir leid an die Leute, die Kopfhörer benutzen oder die einfach Surround Sound haben und nicht Solo. Die hören mich jetzt die ganze Zeit rechts. Ich muss dran denken, bei dem Video das nachher umzuschalten, dass man mich beißt. Und jetzt stehe ich dahinter, jetzt ist klar, dass man das hört. Ich drehe den Pfannkuchen mal kurz. Ich hätte auch eigentlich ein Mikrofon nehmen können, gell? Ich habe ja wir haben jetzt ein Ansteckmikro bestellt fürs Handy. Ja, ja, ganz professionell, dann können wir zusammen kochen. Ich kann nicht kochen. Man nennt das Backen. Ich habe gefragt, ob man das Braten, Backen oder Kochen nennt, weil es ist in der Pfanne. Da kann schlecht Backen sein. Aber mir wurde von mehreren Quellen gesagt, dass es Backen heißt. Genau. Gut, und jetzt werden wir das mal wenden. Ich schneide euch einfach den besten Versuch rein. Bis gleich. Nachdem ein toller Wurf funktioniert hat, so sehen sie dann aus, wenn sie so circa fertig sind. Ich nehme den jetzt raus. Vergesst nicht, nach jedem Pfannkuchen solltet ihr nochmal
etwas Fett reinmachen und es wieder verteilen ein bisschen. Damit könnt ihr dann schon direkt den nächsten Pfannkuchen drauf tun. Und zack. Das funktioniert ganz gut bis jetzt. Und das wird ein Riesenpfannkuchen. So, und wenn ihr ein Gesicht haben wollt, dann müsst ihr an diesen Stellen nochmal punktuell Teig drauf machen. Ich habe jetzt ein unglückliches Gesicht gemacht, weil das hier eingeknickt ist und zusammengeklebt ist. Auf jeden Fall, wenn ihr das so wollt, einfach Teig am besten. Ich habe jetzt so einen Kaffeebecher genommen und dann punktuell da drauf und dann schnell abdecken, dass es eben damit nichts passiert. Und dann kurz warten, bis das auch sich halbwegs gefestigt hat. Dann könnt ihr es umdrehen und dann wird euer Gesicht etwas dunkler als der oder heller als der Rest vom Pfannkuchen. Genau. Guten Appetit, lasst es euch schmecken. Ich hoffe, euch schmeckt's. Ich habe es auch schon gegessen. Es ist essbar, glaube ich zumindest. Und ich hoffe, ich habe das Ganze gefallen. Wenn ja, positive Bewertung, würde mich freuen. Jetzt noch ganz kurz, ohne jetzt großen Info wieder zu machen wie beim letzten Mal. Wir sind kurz davor, alles fertig zu machen. Es wird bald punktuell jeden Samstagabend einen Livestream geben. Wartet noch. Es wird noch ein Video in den nächsten Tagen dazu kommen, wie das Zimmer aussieht, wenn alles fertig ist und so. Ja, habt einfach noch ein bisschen Glück. Bis dann. Ciao. Bin ich hier bei Bernd das Brot oder was? Oh. Mist.